Die Entwickler haben ein winzig kleines, neues Set an Objekten für die Sims 4 veröffentlicht, welches diesmal nicht alle Spieler einfach so bekommen. Was genau passiert ist, erfahrt ihr in diesem Video. Wenn mir jemand vor einer Woche gesagt hätte, dass es mal zu Streit wegen ein paar Die Sims 4 Pyjamas kommt, hätte ich ihn wahrscheinlich so ein bisschen für verrückt gehalten. Die Entwickler haben vor ein paar Tagen ein neues Set für Die Sims 4 veröffentlicht. Nicht im klassischen Sinne, sondern es heißt Die Sims 4 Schlafanzug-Set Ich bleib über Nacht. Wenn ihr auf der Xbox-Seite mal unterwegs seid, seht ihr auch schon, dieses Pack hat nur einen einzigen Screenshot. Alle Altersstufen haben nämlich diese Pyjamas bekommen, die kann man aber nicht kaufen. Die sind auch kein kostenloses Update, sondern tatsächlich ist dieser kleine Mini-Inhalt ein Pack, was man nur bekommt, wenn man EA Play abonniert hat. Das ist so ein bisschen wie Spotify für EA-Spiele. Ihr zahlt einen monatlichen Betrag und könnt dann irgendwelche EA-Titel ein bisschen günstiger bekommen bzw. spielen. Es gibt auch so ein paar Zusatzinhalte. Tatsächlich sind diese Objekte schon seit Januar im Spiel und viele sind davon ausgegangen, dass diese Inhalte dann einfach per Gratis-Update oder per Sims Delivery Express ins Spiel kommen, aber nein. Normalerweise ist es auch so, dass die Konsolenspieler manchmal so ein bisschen außen vor gelassen werden und manche Inhalte zum Beispiel für die Sims 4 später bekommen oder so. Diesmal ist es nämlich genau andersrum. Diese Pyjamas können nämlich nur die Konsolenspieler, also auf Xbox und PlayStation, in Kombination mit dem EA Play Abo benutzen und das finde ich tatsächlich sehr spannend. Ich muss zugeben, ich finde es leider auch ziemlich dämlich, dass die Entwickler solche Mini-Inhalte nicht einfach für alle Spieler raushauen, vor allem weil es so was Kleines ist. Und EA hat sich damit ordentlich ins eigene Bein geschossen. Ich habe jetzt spaßeshalber hier mal den Beitrag von Sims Community aufgemacht, die über dieses Mini-Pack berichtet haben. Und es gibt wirklich nur negatives Feedback in den Kommentaren. Das fand ich auf jeden Fall so witzig. Man muss ja sagen, EA will höchstwahrscheinlich damit so ein bisschen EA Play promoten. Und an sich finde ich das gar nicht mal so schlimm. Es sind ja wirklich nur diese komischen Pyjamas. Das ist jetzt auf jeden Fall kein Must-Have. Dass jetzt regelmäßig so kleine Minisets für EA Play Abonnenten kommen, halte ich tatsächlich irgendwie für sehr unwahrscheinlich. Vielleicht war das jetzt so ein einmaliges Ding, die Entwickler wollten vielleicht mal ausprobieren, wie es ankommt. Wahrscheinlich wurde das auch eher von EA vorgegeben. Die Entwickler haben sich das gar nicht ausgedacht, sondern dann einfach nur umgesetzt, was ihnen von EA aufgetragen wurde. So könnte ich mir das auch so ein bisschen vorstellen. Die Sims 4 ist ja sowieso schon sehr teuer auf Dauer. Und ich finde, so kleine Mini-Inhalte sind doch eigentlich immer ganz cool. Die dann aber nicht zu bekommen, die dann exklusiv zu machen, weiß ich jetzt nicht so ganz. Ich hätte wirklich nicht damit gerechnet, dass überhaupt die Community so sehr Interesse an diesen komischen Pyjamas hat. Auch ganz spannend, von offizieller Seite wurden diese Packs bisher noch gar nicht erwähnt. Vielleicht wissen die Entwickler ganz genau, dass das einfach nur schlecht ankommt, teilen es deshalb nicht. Aber ich muss zugeben, das hat mich auch leicht überrascht, obwohl das interessanterweise gar nicht mal das erste Mal war, dass sowas passiert ist. Wusstet ihr nämlich, dass es auch im Basisspiel ein PC gibt, den man nur freischalten kann, wenn man den Prima Game Guide sich gekauft hat? Prima ist eine Gaming-Website, die im Jahr 2014 einen Guide für die Sims 4 rausgebracht hat, in gedruckter Form. Wenn man sich den gekauft hat, war ein kleiner Code dabei, mit dem man diesen PC hier freischalten konnte. So sieht er im Spiel aus, war auch quasi in den Spieledateien drin, wurde dann einfach nur mit diesem Code freigeschaltet. Natürlich haben die ersten Modders auch schon geschafft, diese Pyjamas für alle freizuschalten. Ich habe euch das mal hier von Simmatically in der Beschreibung verlinkt. Damit könnt ihr auch ohne EA Play Abo diese Pyjamas nutzen. Ich finde es jetzt auch ehrlich gesagt nicht so schlimm. Ich meine, wenn uns EA nicht mal die Möglichkeit mit Geld gibt, dass wir dieses Pack am PC nutzen können, dann denke ich, ist es okay, wenn man sich's einfach so mal runterlädt. Was denkt ihr denn zu dieser Thematik? Seid ihr auch extrem aufgebracht, so wie hier in den Twitter-Kommentaren? Oder seht ihr das jetzt eher lockerer, solange es natürlich jetzt nicht öfters vorkommt, dass sowas passiert? Das würde ich dann persönlich auch sehr traurig finden. Hoffen wir einfach mal, dass die Entwickler das nicht weiter so machen. Und dann würde ich sagen, man sieht sich bei einem der nächsten Videos hier auf simsblog.de wieder.